Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guardians of Ember. Wir sind hier stehen geblieben nach dem Verkaufen. Es war mal nötig, die Tasche war ziemlich voll, die ist ja immer noch ziemlich voll. Da ist noch ein Hammer, den ich hätte verkaufen können. Nein, hör auf dich zu wirbeln. Das noch weg, das noch weg. So, mach hier so einen Zauberstab. Dann haben wir jetzt hoffentlich alles weg. Was ich noch verkaufen kann, ist hier die übermäßige Gesundheitstränke. Ich habe so viele. Gut, dann. Ich habe die Aufgabe erledigt. Drei erhottigen Commander sind tot. Da ihr nun an unserer Seite gekämpft habt. Da ihr nun an unserer Seite kämpft, haben wir das Momentum auf unserer Seite. Ja, okay. Unsere Soldaten machen an der Front Boden gegen die Goblins gut. Wir müssen diesen Moment nutzen, um die Moral der Truppe zu stärken und den Sieg auf dem Schlachtfeld herbeizuführen. Kriegen wir noch kurz Armbrust. Unser Plan hat funktioniert. Ihre Truppen haben für den Moment aufgehört anzugreifen. Die kämpfen hier rechts aber noch. So. Na egal. Aber sie werden sicher bald einen neuen Frontlinien-Commander erwählt haben. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und angreifen, solange sie führerlos sind. Die drei Clans haben sich an der Blood Axe Arena versammelt. So bestimmen sie ihre Frontlinien-Commander. Kommandären. Ach gut, okay. Aber das werden wir wohl nicht zulassen, oder? Nein, natürlich nicht. Rein da und tötet sie alle, während sie ihren Frontenführer wählen. Das sollte sie erstmal gehörig durcheinander bringen. Der Zusammenbruch ihrer Front steht kurz bevor. Dafür würden wir sogar einen Hammer bekommen. Okay. Ihr habt nicht von Imodanis gehört? Ich will gar nicht darüber reden. Atheus möge mir meine Inkompetenz vergeben. Er ist tot. Der Danis-Sohn ist tot. Ein Troll hat ihn sich geschnappt und ihn so hart gedrückt, dass seine Innereien aus ihm herausgequollen sind. Einfach zermatscht. Und als wenn das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, hat der Troll ihn dann noch mit voller Wucht auf den Boden geschmettert. Teile von ihm liegen überall. Ja, lecker. Nun die Five Gods, dieses bösartige Monster auslöschen. Jedes einzelne von ihnen. Ich verfluche euch im Namen von Atheus. Auftrag beenden. Gut, was hast du denn hier für alles? Natürlich weiß wirklich. Besser Kram. Jetzt. Oh. Jetzt muss ich da hin. Aber warum muss ich wieder zurück? Ach, hier liegen noch Sachen von letzten Part. Ich möchte gerne mal durch. Schalala. Schalala. Lalalala. Ist das eigentlich wieder ein Dungeon? Was ist das? Ich will kurz hier so ein bisschen schlimmstlos werden. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Holz haben wir nämlich gerne. Dann gehen wir hier rein. Wieso haust du ab? Hallo? Der nächste muss ein Sieg werden. Für wen? Für mich? Für mich? Also wie das aussieht. Also die Leiste sieht schon nice aus, die Lebensleiste von denen, aber. Ich weiß nicht.
Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie viel aushalten. Wie ist das möglich? Nein, ich verzeih mich. Okay, tschö. Wieso ist der jetzt gekippt? So, lasst mich in Ruhe. Also das Zaubern lernen wir nochmal. Okay. Da ist er, der gute Mann. Ein Krieger des Empires ist nun der Goblin-Arena-Meister. Sollen wir euch nun den Goblin-Anführer nennen? Ich weiß nicht, ob ich das einen Titel eher geschmeichelt oder angeekelt wäre. Wie auch immer, das geschieht diesem Mistkerl schon recht. Jetzt haben wir ihr Leben einmal durcheinander gewirbelt und nun wird es Zeit, dass wir die große Klankoalition bald. Dass wir der. Entschuldigung. Der. Ja, okay, nee, das ist. Wie auch immer. Auftrag beenden. Seit dann mein Auftrag. Das Dannis-Anwesen wurde zerstört und viele Soldaten haben ihr Leben beim Versuch gelassen, noch weiteren Schaden von der Familie abzuwenden. Alles wegen einem Verräter und seinem Troll. Ich kann einfach nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben, wird es wohl beheißen sollen. Der Name des Trolls ist Diva und er ist immer noch da draußen und bereitet seinen nächsten Angriff vor. Er wartet nur darauf, uns alle zu zerschmettern. Die Goblins planen mit ihm Redridge und letztendlich auch Neu-Kudan zu zerstören. Das können wir nicht zulassen. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Tötet Siva für das Empire und rächt all jene, die von dem Beast getötet wurden. Ach, von mir aus. Okay, jetzt darf ich da vorne hin. Was hat die denn gestalten? Lasst mich vorbei. Antike Geister, okay. Von mir aus. Das hier ist ein sehr seltsamer Ort. Reicht der einfach aus? Ein Portal, finde ich super. Lieber. Ey, bist du hässlich. Okay. Interessant. Ich soll dahin und Kriegsführer töten. Knochenbrecher-Ebene. Okay. Mal ist das Stufe 12, das wird rot angezeigt. Ich bin Stufe 10. Hat das funktioniert? Ich weiß nicht. Das Schlimmste ist eigentlich, dass ich jetzt mal ganz zurück müsste. Ich gehe, glaube ich, erstmal hier oben lang, um den Teleport zu holen. Hallo Menas. Oh, hier gibt es noch eine Quest. Hallo Duatu. Die Goblin-Truppen werden zerstört. Unterstützung ist auf dem Weg. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Uns alle. Wenn das der Fall sein sollte, müssen wir sofort hier raus. Ich kenne einen schnellen Weg hier raus, aber dazu müssen wir in Richtung des Filthy Hideouts gehen. Leider blockieren diese verdammten Vögel die Straße. Ich habe keinen Schimmer, wo sie herkommen, aber ich nehme an, dass es mit den ganzen Kämpfen zu tun hat.
Wie auch immer, wir werden eure Hilfe brauchen, wenn wir hier lebend herauskommen wollen. Könnt ihr dorthin gehen und die... Ein anderer Spieler. Das ist selten. Aasgeier sowie deren Anführer Atisa töten? Ja, das sollte ich hinbekommen. Ach du Heiligsblechle. Wo ist denn da alles hin? Dahin. Da unten eigentlich auch noch hin. Kann man eigentlich irgendwie auf die... Entschuldigung. Ich entschuldige mich für die kleine Unterbrechung. Okay. So. So, dann machen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wieso ich die überhaupt noch töte. Ich muss ja jetzt noch die Totems machen. Auch wenn ich nicht weiß, wo die Dinger stehen. Ach, hier ist noch mal eins. So. Riesige Pionierarmbrust. Ja, du brauchst das nicht jedes Mal zu sagen, Mädel. Oh. Nee. Ich würde auch gerne. Ah ja. Da sind Lebensleiste sind. Die Blatt-Heuschrecke. Für eine Heuschrecke sieht das gar nicht danach aus. Aber okay. Man mag ja nicht am Spiel rumgehen, ne? Das kannst du jetzt bitte. Okay. Eine Brustpanzerung, ein Ohrring. Da ist noch ein Totem. Los. Eins noch, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, schon. Oder es wurde allgemein schon getan, getotet, gemacht. Da ist noch eins. Ich hole zurück, geportet, wie auch immer. Ja. Na komm her, du komischer Schamane. Mich nur, wo die ganzen kleinen Schamanen auftauchen. Ich meine schon irgendwo in dem Bereich, aber wo jetzt? Hier waren drei. Fünf sind es wohl. Ah, da ist noch einer. Ach, hier sind nur noch zwei. Mit die da und das da. Aha. Wo ist Atisa?
wahrscheinlich da. Komischer Name. Vielleicht so ein typischer Name für Asgeier. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. So, und jetzt? Ach, anscheinend einfach weiterlaufen, okay. Lasst mich vorbei. Yeah. So, dann möchte ich mal kurz wieder nach Ryridge. Auch wenn es ein bisschen Gold kostet, aber ist ja nicht so, dass ich kein Gold habe. Also. Ich bin ja eh gerade bei einem Händler. Kann ich das ruhig mitnehmen? Du bist nicht gut. Du bist auch nicht unbedingt gut. Du. Aha. Eine neue Ausrüstungsding. Stufe ist zu niedrig. Auch Stufe 11. Na gut, dann behalte ich das Ding auf jeden Fall noch. So. Was ist das denn? Minderwertig weg. Ich bin ja fast Stufe 11, wie man sieht. 89,5%. Okay, dann gehe ich mal hier weiter. Dann geht man wieder los. Stufe 3 Gebiet. Entschuldigung. La 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 la. Kann nicht irgendwie schneller laufen. Ja, das ist nicht das Ereignis. Das habe ich schon gemacht. Ich bin Stufe 10. Nee, keine Lust. Das ist das Schöne an öffentlichen Ereignissen in den Spielen. Da kann man entscheiden, ob man das machen möchte. Und wenn nicht, dann lässt man es nun mal sein. Obwohl es auf einmal sehr hell. So. Es ist ja auch schön und gut, dass ich Quests bekomme in diesem Spiel oder auch Aufträge. Aber wie soll ich sagen?
Machen wir es einfach jetzt so. So, dann nehme ich mal hier oben. Und ich beende nochmal den Part, denn der ist wieder zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.